Dankeschön, meine Damen und Herren. Dankeschön. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer zu Hause und hier im Publikum bei Superfan. Und heute zu Gast eine Frau. Sie ist Mittelpunkt dieser Sendung und man kann sie beschreiben als ein Paradiesvogel, eine faszinierende und schillernde Persönlichkeit, eine Frau, die schwebt zwischen Himmel und Erde, zwischen Vision und Realität, aber mit den großen Augen und Träumen eines Kindes, aber gleichzeitig mit einem ganz klaren Verstand und eine unglaublich ansteckende Lebensliebe. Und ich glaube, damit habe ich sie ganz gut beschrieben. Es geht hier um Nina Hagen. Und Nina Hagen ist natürlich eine Frau, wo es zwei Sachen aufgehen kann. Oder man liebt sie, oder man mag sie überhaupt nicht. Es gibt nichts dazwischen. Aber ich weiß, dass hier im Publikum nur Leute sind, die sie fürchterlich lieben. Drei davon haben wir ausgesucht. Und das sind unsere Kandidaten heute. Patrick Steenbock, Isabel Karl und Jürgen Krüger. No. Nina Hagen, the ruler of my heart. He is my pride. I'm so proud of him.
He is my king. Love and peace is the only combination. One love nation. Love and peace is the only combination. One love nation. Yes, love and peace is the only combination. One love nation. And everybody knows it's the only combination. One love nation. And everybody say it's the only combination. One love nation. Love and peace is the only combination. One love nation. Love and peace is the only combination. One love nation. Yes, love and peace. Nina, die Fans flippen ganz aus. Seit viele, viele Jahren geistest du in die Köpfe diesen drei Menschen und in die Köpfe unserer Zuschauer hier im Publikum. Wie machst du das? Ein bisschen für Hexen, so kleine Hexen? So? Na, ich glaube, durch mein hohes Alter habe ich nun doch schon sehr lange an der Herzkammer der Menschheit gearbeitet, auf verschiedene Art und Weise. Und ich glaube, so langsam, aber sicher, wissen Sie, warum ich existiere? Ja! Das wissen wir! Patrick, Isabel und Jürgen sind große Fans und begleiten dich schon seit einigen Jahren auf deinen Weg des Erfolges. Merkst du das auch? Ja, ich habe wirklich super Fans. Es ist wirklich wahr. Und ich kriege Briefe, die liebsten Briefe, wenn irgendwann mal was Böses passiert ist, zum Beispiel. Ich kriege so viel Unterstützung und Liebe von meinen Superfans. Es ist wirklich Wahnsinn. Und du nimmst die Leute auch ernst, ja? Oh yeah, wir nehmen uns wirklich alle ernst. Also die wissen, dass ich kein bin. Ja, ich habe schon verstanden, Nina. Und unsere Fans können jetzt schon mal zum Pult gehen, weil die spielen gleich die große Runde. Nina, wir gehen jetzt noch mal hier hin. Nina, wir sehen jetzt einen kleinen Ausschnitt und das ist herrlich. Da bist du wieder so provokativ. Gucken wir uns das mal an. Oh, oh mein Gott. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway. Peccare di signale. Auf dem letzten Gefurcht. Die Recht. Ja. Nina Hagen im Ganzen, kann man sagen. Ich fange an zu spitzen. Ja, Nina, du liebst es ja so ein bisschen provokativ zu sein. Ne? Weißt du, ich glaube, ich bin es nicht, die provokativ ist. Ich glaube, unsere Atomlobby, die Chemielobby, das sind die Provokativen. Und die ganzen Männer, die von früh bis spät im Fernsehen ihren Finger auf dem Gewehrablauf hin und her bewegen. Und da hat man doch gemeint, ich war provokativ mit meinem Erika Berger-mäßigen Auftritt damals vor 10 Jahren in der österreichischen Talkshow. Ich bin nicht der Skandal, meine Damen und Herren. Der Skandal ist der Krieg und all das. Und das müssen wir verstehen. Ich bin ein Künstler. Ja. Jetzt kommen wir mal, Nina, auf den Boden der Tatsache. 1955 bist du in der ehemaligen DDR geboren. War es jetzt eigentlich für dich wichtig, dass du gerade dort geboren bist? Naja, weißt du, es gibt ja so ein Sagen, die Moslems sagen Inshallah, die Hindus sagen Om Namah Shivaya. Und das bedeutet alles ja Schicksal, Gottes Wille geschehe. Was soll ich denn machen, wenn ich da geboren bin? Außerdem brauchte ich ja unbedingt meine Mutter und meinen Vater dazu. Und da die Nummer sich dort aufhielten, was konnte ich dann anderes machen? Mama? Ja, du hast mir die Chance gehabt. Wir kommen jetzt mal. Nee, aber wirklich, Nina, hat das einen Einfluss auf dein Leben gehabt weiter, dass du gerade dort, also... Auf jeden Fall. Ne? Ich habe dort viel gelernt. Vor allen Dingen habe ich gelernt, dass es doch eine unheimlich positive Angelegenheit ist, die Menschheit irgendwie auf einen Nenner zu bringen. Deswegen die alte Internationale, so kommunistisch habe ich das gar nicht gemeint. Ich habe es ja immer christlich gemeint. Ist ein Name, die in deinem Leben eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. Es war deine Mutter. Es ist noch immer deine Mutter. Wenn ich diesen Namen sage, was gibt es da bei dir für Emotionen? Eva Maria Hagen.
Also da ich ein Mensch der Gegenwart bin und ich lebe immer ständig im Jetzt und im Hier und im Heute und ich liebe das, da denke ich immer an die Eva, wie sie jetzt ist und was sie mir jetzt gerade gesagt hat und was sie jetzt macht und so. Und manchmal, wenn ich so spreche, da denke ich, meine Mutter spricht rein von der Klangfarbe hier. Obwohl es bei mir, weil ich jetzt auf Tournee bin, etwas heiserer ist, weißt du? Ist wahr? Ja. Ja, hast du ein bisschen. Aber sie ist eine wichtige Person in deinem Leben, ja? Auch schon immer gewesen. Ich habe von ihr so viel gelernt. Ich habe immer geheult im Landestheater Dessau, wo sie My Fair Lady gespielt hat. Und zwar war der Vorhang noch zu und das Orchester fing an, den Auftakt zu spielen. Und ich fing an zu heulen, weil ich wusste, jetzt kommt die Eva gleich mit den Lumpenklamotten. My Fair Lady ist ja erst eine von der Straße. Oh mein Gott. Und das habe ich über 100 Mal gesehen und ich bin, war der größte Fan von meiner Mutter. Ja, ja. Wir wissen ja alle, du weißt es noch besser, wie wir es wissen, aber es steht ja überall geschrieben und stand ja jedenfalls überall geschrieben, dass bestimmte Phasen in deinem Leben Drogen eine sehr wichtige Rolle gespielt haben. Wenn vielleicht viele Leute jetzt heute Abend zu Hause sitzen, die gerade in diese Phase sind, wo in du damals warst, was würdest du da sagen? Also ich würde mal sagen, dass überhaupt Drogen genommen werden, ist ja irgendwie, liegt ja an Versäumnissen der Gesellschaft oder im Elternhaus. Nicht schon oder nur Freud hat gesagt, dass alle Probleme aus der Kindheit kommen. Und da würde ich doch dann vorschlagen, dass die Regierungen aller Länder viel mehr Geld für Schulwesen und Kindergartenwesen ausgeben, damit wir alle in der finanziellen Lage sind, private Kinderläden zu eröffnen. Das wollen früh an die Kinder wirklich Spaß haben und wenn die Mutti mal keine Zeit hat oder wenn sie krank ist, dass da jemand da ist und dann, glaube ich, gibt es keine Menschheit mit Drogenproblemen mehr. Also kann man daraus feststellen, dass du nicht so eine glückliche Jugend hattest? Ach, weißt du, wir wollen das jetzt hier nicht analysieren oder hast du eine Couch mitgebracht? Nein, keine Couch. Wir können noch Stunden hin. Auf meinen Gast eingehen. Wir können es auch jetzt ganz oberflächlich halten. Wir spielen jetzt die erste Spielrunde von Superfan. Ja, wir stellen Nina, das heißt Nina nicht die Kandidaten, 5 Fragen und jede richtige Antwort ist 3 Punkte. Sie kriegen 10 Sekunden Zeit, um sich Gedanken zu machen. Wie heißt die erste Band, mit der Nina bereits in der DDR bekannt war? Und ja, ne? Die Zeit ist um, die 10 Sekunden sind um, alle 3 der Kandidaten richtig. Automobil. Und wir sehen hier einen kleinen Ausschnitt aus dieser Zeit von Nina Hagen. Man hat ja immer geglaubt, Biermann würde meine Texte schreiben, als ob ich den nie selber kann. Damals verließ sie sich noch mehr auf andere, zum Beispiel Kurt Wemmler, der auch den Farbfilm geschrieben hat. Und so sah sie aus, ihre DDR-Karriere. Damals schon ein großer Star in der DDR, ehemalige DDR. Und es geht nochmal um die Band Automobil. Wie viele Mitglieder hatte die Gruppe Automobil? Weißt du das noch? Ja. Das sind 2 Kandidaten, leider nicht richtig Antwort. Patrick und Isabel, wie viel waren es? 6 6 Stück, Jürgen, 3 Punkte dazu. Und dann kam es ein ganz wichtiger Moment in Ninas Leben, den Tag, wo sie in die BRD kam. Und das ist die Frage auch an den Kandidaten, an welchem Tag kam Nina in die BRD? '12.76 war es. Die 1 hast du falsch eingetippt, genau. Patrick. Das nein, ich. Aber ich finde wirklich, Patrick hat richtig geantwortet. 12.12.76. Die anderen beiden liegen leider falsch. Ich habe auch den Tag gefragt, Isabel. Hier sehen wir nochmal ein Foto von Nina, wo sie in der BRD kam. Und für jede gibt es jetzt, also für Patrick, wenigstens 3 Punkte dazu und einen Beifall aus dem Publikum. Jawohl! Ganz wilde Zeit auf dich zu, Nina, ne?
Die erste Zeit. Wenn du das so nennen möchtest, Mareike, die Zeiten waren aber vorher auch sehr wild. Ja, aber es hieß, das waren ganz wilde Zeiten. Mhm. Weil, wie nannte sich die weibliche Rockband, mit der Nina in Westberliner Clubs auftrat? Isabel und Jürgen haben richtig geantwortet, weil es war? The Slits. The Slits. Und was ist denn Frisbliff? Es soll eigentlich Spliff heißen, aber ich meine das ja auch nicht richtig. Also 3 Punkte für Isabel und Jürgen dazu. 1987 inszenierte Nina ein Riesenspektakel auf Ibiza. Was fand dort statt? Tatsächlich haben Isabel und Jürgen die richtige Antwort gegeben. Da gab es eine Bankhochzeit. 3 Punkte dazu. Und wir sehen jetzt einen kleinen Ausschnitt aus dieser Hochzeit. Hey, what's this, the biggest party? Der Bräutigam, du warst damals 30 Jahre, der Bräutigam war 15, stimmt das? Der war 15, wo ich ihn 5 Jahre zuvor kennengelernt habe, bevor diese Punk-Hochzeit war. Das war aber keine richtige Hochzeit, Mareike, das war eine spirituelle Punk-Hochzeit. Eine inszenierte Punk-Hochzeit? Nein, das war eine ganze Tournee. Ach. Die Tournee hieß Punk-Hochzeit, da gab es eine Platte und eine Welttournee und wir haben jeden Tag auf der Bühne anlässlich der Show geheiratet und dann haben wir es in Ibiza auch nochmal gemacht, da brauchten wir ein bisschen Geld und da hat die Quick geglaubt, dass wir wirklich heiraten und da haben wir nicht Nein gesagt, denn die haben ein bisschen Geld gegeben, ja. Da konnten wir dann die Party auch machen. Zwischenstand ist nach unserer ersten Runde und da sehen wir den Zwischenstand, dass Patrick hat 6 Punkte, Isabel hat 9 Punkte und Jürgen hat 12 Punkte. Das bedeutet, dass Jürgen bis jetzt führt als Superfan. Und wir haben jetzt eine wahnsinnige Überraschung für Nina Hagen. Hoffentlich ist es eine Überraschung, man weiß es ja nie. Und ich würde sagen, die Tür geht jetzt auf. Ich sage weiter nicht, die Tür geht auf und wir sehen, was Nina sagt. Nina, komm! Komm! Oh, no. Oh, no. Oh mein Gott! Geh ein Stückchen nach vorne ins Licht. Ich wollte mal gucken, mal vorbeischauen, ob du mal singst. Finde ich super. Und Nina ist beinahe umgefallen. Warum bist du umgefallen, Nina? Ja, weil Lucky einer meiner besten Freunde ist. Nur leider habe ich ihn ein ganzes Jahrhundert nicht mehr gesehen. Oder wie lange? Wie lange haben wir es nicht gesehen? Du hast mich er hat mir damals das Leben gerettet. Ich hatte eine Bronchitis, einen Husten, der hörte nicht mehr auf, nachts gehustet, tags gehustet. Er hat mir auch in seinem Background-Chor mitsingen lassen, obwohl ich damals noch so unbegabt war. Ja, weil er wirklich, also Lacomi hat eine wirklich sehr wichtige Bedeutung im Leben von Nina Hagen, weil ohne Lacomi wäre sie heute nicht das, was sie heute ist, weil du hast sie eine Chance gegeben, nicht, Reinhard? Tja, ich habe etwas gemacht, was vielleicht eventuell für jeden mal wichtig ist. Ich stand genau an der Stelle, wo einer stehen muss, wenn das Leben mal woanders hingehen soll. Und ich habe damals der Nina ermöglicht, in diesem ominösen Studio für Unterhaltungskunst reinzukommen. Und da hat sie ihren Berufsausweis gemacht, weil man ohne Berufsausweis bei uns damals in der DDR keine Berufsmusik machen durfte. Also könnte man sagen, du bist die erste Schritt gewesen. So. Ne? Ja, und ich habe auch bei ihm im Chor mitmachen können. Das war überhaupt das Allergeilste. Übrigens, Chor, das war ein geiler Chor. Ja, auch Mann mit Uschi Brüning, Beate Barwand, die gibt es heute schon nicht mehr. Guck mal. Und Angelika Mann, das waren die heißesten Stimmen in Ostdeutschland. Wo ist denn Uschi Brüning überhaupt gewesen? Die war neulich im Fernsehen, by the way.
Ist wahr? Oh yeah, die macht immer noch Jazz und ist eine der heißesten Jazzsängerinnen weißer Rasse, die man so... Aber wie lange hast du sie nicht mehr gesehen? Oh, Ewigkeiten. Hier ist sie! Oh, 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 no. Gesungen. Können wir noch mal was hören? Ja, das wird ein bisschen schwierig. Na, wir müssen ja erst mal was einstudieren, aber das machen wir dann wiederum gerne. Ja. Geht's nicht so spontan, dass Jazz-Mädels... Ich bin doch kein Jazzsänger, der ist er. Sie. Ist sie, ne? Aber was er mit Völker hört. Ja, aber das, was du da mitgebracht hast, Uschi, was ist das genau? Das ist ein Geschenk, das mir Nina Hagen eines Tages bei einem Besuch bei mir zu Hause mitgebracht hat. Und das habe ich sogar mit beim Umzug mitgenommen und in allen Ehren gehalten, wie man sieht. Uschi, du siehst so gut aus. Danke. Du vielleicht erst. Ja, mit den Wimpern kein... Weil Nina hat mir heute gesagt, dass sie ohne Wimpern ist sie einfach nicht die Person, ne? Well, ich habe das vorhin so gesagt, weil ich heute Morgen um 6 Uhr in Athen aufstehen musste und dann den ganzen Tag geflogen bin und gestern Abend ein Konzert hatte in Athen und wenn, da hatte ich also Lust auf Wimpern. Ja. Das ist nicht immer so, dass ich... Aber was sagst du, dass du Uschi mal wieder siehst nach so vielen Jahren? Finde ich prima. Ich hoffe, wir werden nachher und noch Händchen halten mit Lucky zusammen einen... Das sollst du eigentlich jetzt wieder zurückgeben, weil das hast du einmal an ihr gegeben. Aber du kannst es heute Abend noch festhalten. Ja, du, und ich finde... Wer ist das? Das ist das personifizierte Goethe-Institut. Ja. Ach so. Ja. Da lernt man Deutsch, ja? Meine Damen und Herren! Das waren Lakomi, Uschi Brüning, zwei Überraschungsgäste für Nina Hagen. Es kommt doch eine Menge auf uns zu. Ich sage erst mal ein paar Sprüche, die Nina Hagen irgendwann mal gesagt hat. Die Erwachsenen sind die Feinde der Nation. Wenn die Menschheit alles Schwarze nicht für voll nimmt, wird sie durch Nina Hagen nicht für voll genommen. Und alles Fettsäcke und Kacke hier. Und darum wollen wir gleich mal hören, was Nina Hagen dazu sagt. Kurzes Päuschen, bis gleich. Und hier sind wir wieder dran bei Superfan rund um Nina Hagen. Ich habe gerade ein paar Sprüche genannt. Was war das denn? Die Erwachsenen sind die Feinde der Nation? Also wahrscheinlich handelt es sich um die kriminellen Erwachsenen. Zum Beispiel der eine Vater, der sein Kind in den Kochherd gesteckt hat und es schon fast total am Sterben war und irgendwelche Nachbarn in letzter Sekunde dieses Kind gerettet haben und dann ein deutscher Richter diesen Mann nicht im geringsten verurteilt hat. Solche Erwachsenen meine ich natürlich. Das ist eine wirkliche Geschichte, ne? Und das ist eine echt wahre Geschichte und das ist, also das geht mir nicht in den Kopf rein. Was meinst du denn zu dem Spruch, alles Fettsäcke und Kacke hier? Es handelt sich wahrscheinlich um die Club 2 Österreich Talkshow. Genau. Genau. Die Selbstbefriedigungskurs für Frauen, ne? Ja. Ich habe ja vorhin schon angedeutet, dass der wahre Skandal von früh bis spät im Fernsehen und in der Realität läuft. Der Mann mit dem fingerbewegenden immer Abdruck auf dem Gewehr und von wegen, wenn eine Frau erklärt, wie man sich selbst lieb haben kann, das soll dann ein Skandal sein. Das ist doch nur, damit man mehr Zeitungen an dem Tag verkauft. In Holland, ja. Käse, ne? Absolute Käse. Wir machen jetzt einen Speed-Trip durch den Hitline von Nina Hagen. 6 große Hits von Nina Hagen werden wir jetzt live hören und die Kandidaten sollen weiter singen. Heute ganz schwierig für die Kandidaten, weil es sind keine einfachen Lieder, aber wir schauen mal hin. Nina? Und das erste Lied, was wir von Nina Hagen hören, ist New York, New York. Ist die heißeste Stadt, wenn man einen neuen Boyfriend in einem Hotelzimmer hat. New York City ist mein heißester Platz, weil die Leute, die ich da kenne, sind ein wahrer Schatz. Riesig! 3 Punkte! Das nächste Lied heißt African Reggae. Für dich, Isabel. Kennst du es? Bloß auf, dass du nicht geschnappt wirst. Sie sind nämlich hinter dir her, du alter Kiffer. Dabei geht ihre Rule of my life. Nicht? Du, mach mal. Dabei geht ihre Rule of my soul. Dabei geht ihre Gesellschaft auf Alkoholismus zugrunde. Aber dich? Du kennst ja nur die letzte Platte von Phonogramm, genau. Ja, Isabel,
ist jetzt für Jürgen dran. Aber gut, ne? Allein die Welt hat nicht vergessen. Ich häng hier rum, hab's bei einem verschissen. Wow, 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 wow. Ich komm. Ich komm, sagt er noch gerade. Drei Punkte für Jürgen. Und jetzt, was machen wir jetzt, Ave Maria? Ich dachte, Blumen für die Damen. Blumen für die Damen, auch gut. Nachts schon viele schlafen, noch tausend Lichter glühen, dann muss ich durch und durch die Häuser ziehen. Blumen für die Damen, Flower Power Lady, Flower Power Lady. Denn drei Punkte! Und jetzt machen wir was ganz Heiliges. Todesstille bitte hier im Studio. Es ist Ave Maria. Ave Maria, Maria, mein Gesang. Zwischen Erfurt und Gera, da starb so ein armes Schwein in einem Autounfall. Es war ein ziemlich harter, schwerer. Oh, Christian starb auf der Autobahn. Osten in den Westen, um hier die Luft zu verpesten. Naja, es hat nicht ganz geklappt, ne, Jürgen? Aber zwei Punkte Erfurt gebe ich Jürgen, weit, ja? Zwei Punkte! Unser Medley mit Nina Hagen. Komm dazu, Nina! Wir wollen jetzt natürlich mal wissen, wie sieht diese Runde aus? Also Patrick hat 6 Punkte geholt, Isabel hat 5 Punkte geholt, Jürgen 5 Punkte. Das bedeutet für den Zwischenstand, Patrick hat 12 Punkte, Isabel hat 14 Punkte und Jürgen hat 17 Punkte. Das bedeutet, dass er jetzt für das Superfan. Ja, legen wir mal eben weg, ne? Jetzt, liebe Zuschauer zu Hause, und kommt für Nina wieder eine ganz große Überraschung. Es kommt die Inkarnation der Überraschungen. Oh ja. No, ja. James Brown? Es ist nicht... Es ist nicht Vishnu, es ist nicht Ganesha, es ist auch nicht der Weihnachtsmann. Wer könnte es sein? Die Tür geht auf und wir freuen uns! Eins sage ich Ihnen, es gibt viele Fans unter den Zuschauern von Nina Hagen, aber das, Sie wissen vielleicht nicht, dass es auch Fans gibt unter große Showmaster. Rudi Carrell ist ein großer Fan von Nina Hagen, ne? Ja, und schon sehr, sehr lange, denn ich bin ein Fan von Talent und von Persönlichkeit. Und was Talent angeht, ist Nina einer der größten Talente auf dieser Erde im Showgeschäft, weil... Ja, ja. Weil... Wer ist schon so gigantisch vielseitig wie Sie? Und was Ihre Persönlichkeit angeht, ich meine, wenn sie in einer Großaufnahme auf dem Bildschirm ist, es gibt alte Geräte, die explodieren dann einfach. Sie ist so super. Und was sie ist, sie ist nicht nur eine pretty woman, sie ist auch eine funny woman. Sie ist eine der witzigsten Menschen, die ich je, auch Gott sei Dank, persönlich kennengelernt habe. Und es kommt noch was, ich habe sie immer ein bisschen verteidigt so. Wir haben Jahre gehabt, wo die Presse sehr bösartig war. Und dann habe ich immer in Interviews geschimpft. Der Jungs sei doch froh, dass wir so ein Talent in Deutschland haben. Habe sie immer verteidigt. Aber
jetzt werde ich demnächst arbeitslos, weil sie schwimmt auf eine unheimliche Sympathiewelle im Moment. Vor ein paar Wochen war hier eine Illustrierte, die noch wirklich auf allem stänkert, was es in der Welt noch an gute Talente gibt. Zwei Seiten nur positiv über Nina Hagen. Positiv oh, über dich. Ja. Ja, nur positiv. Süß. Also, ich brauche dich nicht mehr zu verteidigen. Ja? Du musst nur aufpassen, dass du nicht süßer wirst als Sabine Sauer. Ich schaffe das jetzt selber mit der Verteidigung. Ja. Weil ich brauche jetzt auch nicht mehr so schimpfen, das brauche ich jetzt ja nicht mehr, wenn mich jemand beleidigt. Damals habe ich das immer gemacht und dann ging es immer hin und her. Und jetzt habe ich nicht mehr zu schimpfen. Eine Frage, was hältst du von Rudi? Ah, ich finde Rudi super und seine Ideen mit den Shows und hoffentlich, ich wünsche dir nur eins, dass niemals jemand bei dir einen Herzschlag kriegt. Also ihr beiden könnt ihr euch noch lecker unterhalten, ja? Eins wollte ich sagen. Ja? Du gehst auf eine Welttournee. Ja. London, Paris, Amsterdam. Es ist toll, dass du heute in Monheim angefangen hast. Ja. Super. Ja. Bei Superfan. Okay, so, ihr könnt da sitzen. Nina, du auch. Nimm Rudi mit. Und wir, liebe Zuschauer, wir kommen jetzt zu unserer Schnellfragerunde von Superfan. In 2 Minuten Zeit stelle ich so viel möglich Fragen über das Leben von Nina Hagen. Für die Kandidaten ist es wichtig, dass sie ganz schnell antworten und drück auf den Knopf, ganz durcheinander durch Rudi, ne? Drück auf den Knopf, Antwort, und für eine richtige Antwort gibt es 3 Punkte, falsche Antwort, 1 Punkt Abzug. Also Konzentration, nach dieser Runde müssen wir uns von einem Kandidat verabschieden. Also jetzt geht es um die Wurst. Hier kommt die Schnellfragerunde, die Uhr läuft. Gemeinsam mit Hermann Brod hat Nina einen Film gedreht. Cha-cha. Richtig geantwortet, 3 Punkte. Als Nina 26 Jahre alt war, bekam sie ihre erste Baby, ein Mädchen. Cosma? Cosma Shiva. Richtig geantwortet, 3 Punkte. Wie heißt der erste Spielfilm, in dem Nina an der Seite ihrer Mutter? Cha-cha. Wie hieß der Film? Cha-cha. Nein, leider nicht richtig geantwortet. Liebesfälle. Ah, bisschen ruhig, ne? 1975 wirkte Nina Hagen neben Manfred Krug bei einer Revue im Friedrichstadtpalast mit. Wie hieß diese Revue? Ihr könnt jetzt drücken, weißt du es, Patrick? Nee. Nee? Falsche Antwort. Muss ich 1 Punkt abziehen, Patrick, weil du hast nicht schnell... Du hast ich gedrückt, hab doch gerade gedrückt. Ja, du hast das ganze System blockiert. Ich ziehe 1 Punkt ab. Im Alter von 34 Jahren verliebte sich Nina in einen Assistenten des berühmten Modemachers Gautier. Wie lautet Frank Chevalier. Richtig geantwortet. 3 Punkte. Nina Hagen hatte einen gewaltigen Stimmumfang. Wie viele Oktaven? 4 Oktaven. Richtig geantwortet. 3 Punkte. Wie heißt der Titel dieses Buches, das Nina 1907... Ich bin ein Berliner. Ich bin ein Berliner. 3 Punkte. Boah, welche Arie von Georges Bizet sang Nina bei der 5. Classic Rock Nacht in Tokio im Jahre 1985. Drücke, sag was. Die Zeit läuft. Nicht schon wieder. Patrick, du nicht, aber Jürgen könnte mal drücken. Drück was, sag was, 39 Sekunden. Ich weiß es nicht. Habanera, 1 Punkt Abzug. In welchem Film, Lieblingsfilm ihrer Mutter, wurde Nina als 2-Jährige in eine Szene im Kinderwagen geschoben? Hostess? Vergesst mir mein Traudel nicht. 1 Punktchen Abzug. Wer hat neben Keith Forsey die LP Angstlos produziert? Giorgio Moroder. Richtig geantwortet. 3 Punkte. Als Single-Auskopplung von Angstlos erscheint ein Remake. Welches? Jürgen. New York, Zara, ich weiß, es wird ein Wunder geschehen. Ja, richtig geantwortet. 3 Punkte dazu. Wie heißt die Rockshow, die im März 1980, die Zeit ist um? Ah, ich bin fix K.O. Ja, die Zeit ist um und... Wir gucken jetzt mal auf unseren Zwischenstand und da sehen wir, Patrick hat 23 Punkte, Isabel hat 17 Punkte und Jürgen hat 22 Punkte und das bedeutet, dass wir uns von Isabel verabschieden. Oh. Oh. Isabel, komm dazu. War auch schwer, dich durch 2 Männer durchzusetzen, ne? Ja. Hier kommt Nina. Und Nina hat ein tolles Geschenk, Nina, ne? Ja, also Isabel, du kriegst eine bronzene Schallplatte. Eine bronzene Schallplatte vergibt die deutsche Schallplattenindustrie leider nicht an Leute, die ungefähr 50.000 Platten verkauft haben.
sondern wir vergeben sie an die Superfans. Und ich hoffe, die Schallplattenindustrie scheidet sich eine Schneibe davon, einen Schnapp. Ein Schneibenschnapp. Toll, vielen, vielen, vielen Isabel, Dank. Isabel, was ein tolle Kandidat. Dankeschön, Isabel, fürs Mitmachen. Ich danke auch. Tschüss. Wir können es da abgehen, ne? Da am besten, ja. Und gleich gibt es noch ganz tolle Sachen für Nina Hagen und natürlich unsere Schlussrunde. Wer wird ihr Superfan? Wir sind gleich wieder da, drin bei Superfan. Geh jetzt mal rüber zu Jürgen, der zittert auf sein Stühlchen. Jürgen, nervös? Ach, kaum. Kaum, ne? Drei Fragen kommen auf dich zu und konzentrier dich, weil wenn du alle drei richtig hast, wärst du Superfan von dieser Superfrau. Bin ich eh schon Superfan. Ja, dahinter sitzt Patrick, hat einen Kopfhörer auf, kann nichts hören. Drei Fragen kommen auf dich zu, Jürgen. Ich sage Licht aus, Spott an. Hier kommt die erste Frage. 1986 nimmt Nina zusammen mit Lena Löwitsch eine Schallplatte auf, deren Erlös dem Tierschutz zugute kam. Wie heißt diese Platte? Don't Kill the Animals. Richtig geantwortet! Die zweite Frage. Welcher berühmte Modemacher gestaltete das Cover der LP Nina Hagen? Das war ein Franzose. Und wie hieß der? Chauvet. Chauvet, nee, leider nicht. Es war Gucci, Nina, ne? Gucci, ja. Gucci war es. Leider nicht richtig geantwortet. Dritte Frage. In welchem Song von Nina kommt die Textzeile "Ich wusste nichts von deinen Ufern" vor? Der Spinner. Richtig geantwortet. Zwei Fragen richtig. Jürgen, aufstehen, ne? Geh dahin. Hier auf diesen Stuhl, Jürgen. Und jetzt wollen wir gucken, was Patrick macht. Patrick kommt durch die Zaubertür. Patrick, nervös? Jawohl, ja, ein bisschen nervös, nicht? Wenn du drei Fragen richtig beantwortest, ja, bist du Superfan von Nina Hagen. Aha. Ja? Dann wollen wir loslegen. Konzentrier dich, Punktestand ist auf null, Licht aus, Spott an. Hier kommt die erste Frage. 1986 nimmt Nina zusammen mit Lena Löwitsch eine Schallplatte auf, deren Erlös dem Tierschutz zugute kam. Wie heißt diese Platte? Don't Kill the Animals. Richtig geantwortet. Zweite Frage. Welche berühmte Modemacher gestaltete das Cover der LP Nina Hagen? Ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus. Jean-Paul Gaultier. Richtig geantwortet. Und hier kommt der dritte Frage. In welchem Song von Nina kommt die Textzeile "Ich wusste nichts von deinen Ufern" vor? Von deinen was? Deinen Ufern. Was ist das? Denk ganz gut nach. Hast Zeit. Ich wusste nichts von deinen Ufern. Sieh nun wieder. Nochmal bitte. Ich wusste nichts von deinen Ufern. Gleich habe ich es. Ja? Jetzt will ich aber wissen. Jetzt will ich wissen. Panka. Leider nicht richtig geantwortet. Du hast doch Nina gesehen. Spinner ist es. Oh. Ja. Sie haben es dir eigentlich vorgemacht. Es gibt eine Stechfrage. Ja. Komm dazu, Jürgen. Es gibt eine Stechfrage. Es wird immer spannender, Mensch Gott, diese Sendung. Wie fix K.O. Stichfrage Endrunde steht hier, ja. Ich würde mal sagen, Licht aus, Spott an. Komm ein bisschen näher. Und wer am nächsten dran ist, ja, der ist Superfan von Nina Hagen. Hier kommt die Frage. Bei den Konzerten 1985 im Tempodrom, wie viel Kostümwechsel waren vorgesehen? Es gibt eine Zahl, wer am nächsten dran ist. Wie viel sagst du? Sieben. Und du? Ich sage acht. Du bist am nächsten dran, es waren 77. Oh. Und hier ist unsere Superfan. Komm, Nina, komm dazu. Unsere Superfan von heute, aber natürlich gibt es für Jürgen, schade, ein Punkt zu wenig. Ein tolles Geschenk. Es gibt, Nina? Eine silberne Schallplatte, ganz neu in der deutschen Schallplattenindustrie und Superfan Phänomenologie. Denn es ist ja was ganz Neues. Also herzlichen Glückwunsch. Kann ich die auch abspielen? Nein, ich glaube, so eine Platten kann man sowieso nicht abspielen. Und wo hängst du den hin, Jürgen? Entweder im Schlafzimmer übers Bett. Oder im Wochenendhäuschen. Ein Applaus für Jürgen. Herzlichen Dank. Bitte schön.
Persönliches von Nina Hagen. Na, ganz Persönliches. Und zwar sind die fast neu, nur dreimal getragen. Die sind aus dem Carlton Hotel in Cannes. Nein, Mareike, die sind geschenkt worden. Carlton Hotel, wo die ganzen Filmstars immer absteigen. So. Und dann habe ich noch eine alte Yin-Yang-Bauchtasche mit einigen Glücksbringern drin, weißt du? Ist auch Geld drin? Ein bisschen Geld ist auch drin. Zum Beispiel eine Münze von den Olympischen Spielen in Barcelona, also ganz neu. Und eine aus Barbados, wo ich über Weihnachten war. Also toll. Jürgen, noch was Persönliches? Ja. Dankeschön, ganz ruhig noch mal küssen. Ja. Dankeschön. Und für unseren Superfan heute gibt es natürlich auch ein tolles Geschenk. Eine goldene Schallplatte. Eine goldene. Ich zeig nochmal für die Kamera, wie toll der aussieht. Nee, das ist ja in der deutschen Schallplatte. Meine erste immer so goldene. 150.000 Blatt, meine Damen und Herren. 150. Und noch was Persönliches von Nina Hagen. Und dann kriegst du hier mein Nachthemd. Das ist also ein Armeehemd, aber für den friedlichen Gebrauch gedacht. Ja. Während der Nacht. Und dann habe ich... Dann kriegst du noch ein paar Hackischuhe. Was soll ihr denn damit? Das muss er seiner Geliebten oder seiner Mutter oder seiner Oma geben. Sie sind aus Barbados von einer echten Lady, die in die Gospelkirche mit so einen schicken Schuhen geht. Hallo klar, was denn da? Für Jürgen, ganz toll. Knutsch, knutsch, knutsch. Ja, und wir haben noch, ich gehe mal eben dazwischen, wir haben noch eine tolle Überraschung für Nina Hagen, weil was wäre Nina Hagen ohne Blumen? Und hier kommen die Blumen, Nina. Oh mein Gott! Nina, wer ist das? Das ist Susanne Frost. Ich dachte, wer ist denn die nette Fernsehmitarbeiterin? Kommt näher. Das ist meine geliebte Susanne. Für die Zuschauer erklären, Nina und Susanne waren Freundinnen zwischen ihren 14. und 16. Lebensjahr. Und Susanne hat den Freund von Nina Hagen ausgespannt. Also wenigstens ist es Susanne gelungen. Susanne, toll, dass du hier hingekommen bist. Bleib dazu. Aber weißt du, Mareike? Ja? Mareike. Das war für sie genauso schwer wie für mich, weil wir haben alle beide mit ihm weitergemacht und dann haben wir uns ausgedacht, jetzt machen wir beide mit ihm Schluss und es hat alles nicht mehr hingehauen. Und seitdem weiß ich, dass eine Liebesaffäre nur eine Liebesaffäre ist, solange man sich treu ist. Sobald man sich nicht treu gewesen ist, ist alles vorbei irgendwie. Es geht nicht mehr. Wie lange habt ihr euch nicht gesehen? 20 Jahre oder was? Boah, was eine Überraschung. Und Nina, wenn du jetzt... Nee, überhaupt nicht. Nina? Hallo, Nina, ja. Wenn du jetzt mal rüber gehst, weil wir wollen natürlich noch ein Lied von dir hören. Du bleibst noch eben hier bei mir, Susannchen, und Patrick auch. Und wir sagen, es war eine tolle Sendung heute. Dankeschön, Nina Hagen. Und wir sehen uns nächste Woche wieder bei Superfan. Und wir hören jetzt noch mal Nina Hagen mit Mein Prinz. Nina Hagen, tschüss, bis nächste Woche. Auch und wir sagen, es war eine tolle Sendung heute. Dankeschön, Nina Hagen. Und wir sehen uns nächste Woche wieder bei Superfan. Und wir hören jetzt noch mal Nina Hagen mit Mein Prinz. Nina Hagen, tschüss, bis nächste Woche. Allzu langer Zeit ein Prinz und eine Prinzessin, die hatten einander so lieb. Du bist mein Prinz und ich bin die Prinzessin. Ich mache alles, was du willst, bin so auf dich versessen. Du bist mein Prinz. Ich bring das Frühstück, ich quetsch dir frischen Apfel, Zitronensaft, ich bin vor Glück. Mein Prinz, du bist das einzig Wahre, so hör mir zu, wenn ich mich offenbare. Mein schöner Prinz, ich bügel deine Hose, erlauchter Prinz, du riechst wie eine Rose. Du bist mein Prinz, ich schenke dir mein Leben, mein schöner Prinz, dir will ich alles geben. My
tumbling down. My makeup has collapsed. I'm looking like a sick clown. Now she's around me, in my hands. Und alles, was ich nur noch fühle, spüre, ist Schmerz, Schmerz, Schmerz. Mein schöner Prinz, du warst mein Ein und Alles. Ich sehe in dir ein Bildnis Gottes und ich male es. Du bist mein Prinz und ich bin die Prinzessin. Ich werde die wunderschöne Zeit mit dir niemals vergessen. Von meinem Prinz, du bist mein Prinz, mein schönster Prinz. Mein großer Prinz, dein großes Schwert, es ist geschliffen, dass du der Engel Michael bist. Das hab ich längst begriffen, mein schönster Prinz. Die Jahre ziehen ins Land und ein neuer Prinz will kommen. I will definitely meet someone. I know I really will meet someone whose soul vibration would react with electromagnetic superpower. Whom I would definitely attract. Oh boy, I'm telling all my friends. I know that there will be someone new for me who would love me and be with me and totally and desperately. Now I'm the queen on a winning streak. I'm seeking love, big, strong and deep. Unmöglich, dass zwei Menschen, die sich lieben, auch zusammenkamen. Und ihr Schmerz, der war unsäglich. Das war einmal. Doch heute ist es ein Glück. Und nur wer seine große Liebe betrügt, der bricht sich das Genick. Und wenn sie mal gestorben